Nico Mulet qui va nous quitter. Et c'est parti sous le drapeau national pour ce peloton de voitures pas tout à fait comme les autres. Jawohl, on a le point d'eau en matière de 4 roues. Et puis après, on passe sur 2 roues en passion d'émotion. Et vous rappelez aussi, pour ceux qui n'étaient pas le jour anniversaire de Josie Fett. Der GS-Motor mit 1200 Meter, der Sparni, der Aschi, ist wirklich ein Künstler. Und er kann nicht nur gut bauen, er kann auch sehr gut Auto fahren, wie man hier sehen. Also er hat sein Auto wirklich im Griff, der Sparni, der Aschi. Die Citroën vorne sieht man, die beiden Winkel von Citroën. Das bedeutet natürlich für Zahnräder, wenn man die Zahnräder so anschaut. Weil der andere Citroën hat natürlich mit Zahnrädern sein grosses Geld gemacht, bevor er angefangen hat, Auto zu bauen. Also, zuerst hat es Zahnräder hergestellt, darum ist das Emblem von Citroën mit diesen Zähnen, mit diesen Zahnradzähnen auf dem Kühler, so wie man es sieht, auch beim Ernst Farni und seinem Aschi GS Citroën. Musikklatschen, jawohl! Winken, klatschen für die Gladiatoren! Moi, je pense qu'on a un public fantastique cet après-midi. Ça bouge partout, là-bas dans la forêt, là au-dessus sur la butte, là-bas dans la tribune. Les casquettes et autre chose, puisque le directeur de course